So, hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Rezension von Panic Lab. Panic Lab ist ein französisches Spiel von dem Autor Dominique Erhard. Wie auch immer man ihn korrekt ausspricht, mein Französisch ist sehr, sehr schlecht. Und ja, das ist aufgebaut, das ganze Spiel. Das hier soll eigentlich ein Kreis sein, aber naja, das jetzt so hinzufummeln, hatte ich keine Lust. Das reicht auch so, wie es da aussieht. Und ja, Panic Lab ist ziemlich neu und ja, ein überraschend lustiges Spiel. Es ist sehr schnell erlernt, sehr schnell verstanden. Und es richtet sich meiner Meinung nach vor allem an Leute, die Set mögen. Also auch wer Confusion kennt, der wird mit diesen Würfeln hier vielleicht zuallererst Confusion eher verbinden. Aber ich finde, das Spiel ist so eine Mischung aus beiden. Also es ist eine Mischung aus Set und Confusion. Und ja, also ich denke, Leute, die diese beiden Spiele mögen, wie gesagt, speziell Set, werden an dem Spiel hier ihre helle Freude haben. Und ja, ich möchte euch jetzt einfach mal zeigen, wie es geht. Zum besseren Verständnis erkläre ich es einfach in drei Stufen, indem ich einfach erstmal die Sonderkarten rausnehme. Jetzt sieht man hier nur im Prinzip, also das Spiel dreht sich um Amöben, die aus einem Labor geflüchtet sind und wir müssen sie jetzt wieder einfangen. Und es gibt drei verschiedene Labore, hier das rote, das gelbe und das blaue. Und es gibt zwei verschiedene Arten von Amöben, einmal die mit einem Auge und die mit zwei Augen. Wie man schon sieht, sind die immer unterschiedlich, sprich entweder hier so bläulich oder orange, Farben, wie gesagt, ich bin farbenblind, steinigt mich nicht, wenn ich jetzt hier was Falsches sage. Und es gibt sie entweder so gestreift oder gepunktet. Das sind eigentlich schon so die einzigen Kriterien. Und dann nimmt man einfach diese Würfel mit denen und jetzt muss man die passende Amöbe suchen. Sprich, wir fangen im gelben Labor an und zwar in Richtung Schwarz. Die Alternative wäre Richtung Weiß. Wir haben jetzt hier aber Richtung Schwarz, also der Richtung. Richtung Weiß wäre dementsprechend so rum. Und ja, wir gehen jetzt quasi so lange rum, bis wir die passende Amöbe gefunden haben. Sprich, wir suchen eine Amöbe mit einem Auge, die gestreift ist und die ja, rötlich-orange ist. Sprich, die nicht, die nicht, die nicht, die nicht, die nicht, die nicht, die auch nicht, die auch nicht, die auch nicht. Hier wäre sie. Wer da dann zuerst seine Hand drauf hat, würde einen Punkt bekommen. Wer zuerst gepunktet hat, hat das Spiel gewonnen. Also, wie man sieht, ich hoffe, das geht so, dass man sieht das deutlich genug, dass ihr auch einfach mitmachen könnt. Ihr könnt ja mal gucken, ob ihr es selber rausfinden würdet, wo es ist. Wir sind beim roten Labor, gehen in die weiße Richtung, suchen ein Vieh mit zwei Augen, das bläulich ist und gefleckt ist. Sprich, wer jetzt das hier im Blick hat, hat recht, das wäre die passende Amöbe. Dafür wird es dann wieder einen Punkt geben. So, aber das wäre ja ziemlich langweilig, das hätte man ziemlich schnell raus. Darum geht ist das Spiel natürlich noch etwas komplizierter. Es gibt nämlich noch diese Lüftungsschächte, in denen die Amöben verschwinden können. Angenommen, ich würde jetzt schwarz das Vieh in der Farbe und gestreift. Das wäre jetzt mein Wurf. Ja, dann würde ich ja wieder hier losgehen und eigentlich wäre es dann das hier. Aber die Amöbe verschwindet jetzt in diesem Lüftungsschlitz und taucht im nächsten Lüftungsschlitz wieder auf. Das heißt, wir starten hier, überspringen diese alle, tauchen wieder im nächsten Lüftungsschlitz auf und zack, müssten auf das Ding hier drücken, dann wären wir beim richtigen. Das macht das Ganze schon mal ein bisschen komplizierter. Versuchen wir es nochmal. Ich hoffe wieder, man sieht das einigermaßen. Wir haben blau ein Auge, also blau Startpunkt Richtung Schwarz, ein Auge, hier bläulich-lila und gefleckt. Sprich, wir würden, wo sind wir denn? Hier schwarz, ein Auge, zack, hier verschwinden wir, hier haben wir ein Auge gefleckt, das wäre das Richtige. So, das ist ja nun schon ein bisschen anspruchsvoller, aber natürlich wird das Ganze noch ein Tick komplizierter. Und zwar gibt es hier diese Mutationsräume. Und ich weiß nicht, ob man das sieht, bei diesen Mutationsräumen, da wechselt es. Suchen wir was Einäugiges, wird es zum Zweiäugigen. Suchen wir was Zweiäugiges, wird es zu einer einäugigen Amöbe. Sprich, wenn wir jetzt hier diesen Fall hätten, dass wir sowas suchen, dann, wie machen wir das am besten? Hier, zack, den, den und den. Genau, wenn wir jetzt das Vieh suchen würden,
dann würden wir ja Farben, hallo. Hier, wenn wir das suchen würden, würden wir hier starten, würden also ein Auge und bläulich und gefleckt suchen. Sprich, hier würden wir, die wären es nicht. Wir würden an dieser Kammer vorbeikommen, sprich, es mutiert. Jetzt ist es nicht mehr gefleckt, sondern es wäre jetzt, müssen wir uns einen Gedanken merken, gestreift. Also suchen wir jetzt bläulich gestreift, verschwinden hier wieder im Lüftungsschlitz, kommen hier raus. Das wäre es, wer da zuerst seinen Finger drauf hat, der hat gewonnen. Nimmt man sich das Ding raus und dann geht es einfach so weiter. Muss schnell würfeln, muss schnell gucken. Natürlich nicht mit den Fingern, das wäre ja doof, aber jetzt hätten wir hier wieder blau Richtung weiß, einäugig, hier wird zweiäugig, zweiäugig hell, haben wir nicht, zack, wir verschwinden hier, gehen hier weiter, 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 es muss aber gestreift sein, hier muss es wieder gefleckt sein, also verschwinden wir hier wieder im Lüftungsschlitz, kommen hier wieder raus und haben dann das. Genau, und dann würde man halt in Ruhe überprüfen, die anderen, ob das stimmt. Meistens ist man relativ zeitgleich und wenn es stimmt, nehme ich mir einen Strafmarker. Wenn es nicht stimmt, dann weiß ich gar nicht. Den Fall hatten wir noch nicht. Genau, dann muss man einen Spielmarker wieder ablegen. Das sah jetzt sehr professionell aus mit dem Nachgucken, ich weiß. Muss man einen Spielmarker wieder abgeben und ja, wer dann zuerst 5 hat, der gewinnt. Also, wie ihr seht, also auch wenn das hier, das mit dem Würfeln, ein wenig an Confusion erinnert, ist es dann doch mehr Set, weil man muss halt nach den passenden Sachen suchen und das kann sich halt auch bei der Suche zwischendurch ändern und es kann auch sein, dass sich das mehrfach ändert, dass man irgendwie erst hier vorbeikommt, dann das Ding überspringt, dann hier anlangt, dann hier das wieder überspringt und dann noch an dem vorbeikommt, dass man also alle drei Mutationen drin hat und dann kann es sogar sein, dass es das, was man zuerst im Auge hatte, wo man aber sagt, ach nee, geht nicht, dann doch ist. Ja, dementsprechend ist das Spiel auch für eine relativ große Spielerzahl eigentlich, also das hier ist eigentlich nur durch die Marker beschränkt, aber da können so viele Leute mitspielen, wie an Tisch passen, also Minimum natürlich zu zweit, Maximum sind laut Packung 10 Leute, aber es, ja wie gesagt, können auch mehr sein, aber ich denke, mit mehr Leuten spielt man eher was anderes, aber ich hoffe, ihr habt jetzt einen guten Eindruck davon bekommen, wie das Spiel funktioniert, ob es was für euch ist. Wie gesagt, ich wiederhole mich da gerne nochmal, ich denke, Leute, die Set mögen, werden dieses Spiel auch mögen. Und ja, es ist wie gesagt eher so ein nettes, kleines, kurzweiliges Reaktionsspiel, Guckspiel, Aufmerksamkeitsspiel. Ich finde es sehr gelungen, auch wenn es eigentlich nicht so meine Art von Spiel ist. Also ich werde es sicher nicht ganz oft spielen, aber ich verliere auch bei Set andauernd. Aber ich denke, dieses Spiel wird durchaus seine Fangemeinde finden. Es ist super nett aufgemacht, also die Amöben sehen ganz witzig aus. Und es ist einfach schick, es ist gut durchdacht, es macht Spaß, es ist kurzweilig, von daher kann ich das Spiel den Leuten, die es anmacht, nur sehr empfehlen. Wer jetzt geguckt hat und sagt, oh Gott, das ist nicht meins, tröstet euch, dann geht es euch wie mir. Aber das ist nicht schlimm. Es gibt so viele Spiele, da ist eins für jeden dabei. Dieses Spiel ist auf jeden Fall gut gelungen. Daher von mir beide Daumen hoch und ich wünsche euch, wenn ihr es euch zulegt, viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.